Chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it. Einmal im Jahr wird die EWS Arena in Göppingen zum Schauplatz eines faszinierenden Duells. Denn dann heißt es nicht nur Mensch gegen Mensch, sondern Roboter gegen Roboter. Bei der First Lego League treten verschiedene Schülergruppen aus dem Landkreis Göppingen und darüber hinaus mit ihren selbstgebauten Robotern gegen einander an und müssen verschiedene Aufgaben lösen. Wer dabei am meisten Punkte sammelt, gewinnt dann nicht nur den regionalen Vorentscheid der Heldele-Stiftung in Göppingen, sondern zieht auch in die nächste Runde ein. Einem Wettkampf in Österreich, bei dem sich im Dezember die besten Teams aus ganz Südeuropa gegenüberstehen. Bis es aber soweit ist, haben die Teams erst einmal monatelange Vorbereitungsarbeit geleistet. Und obwohl schon lange feststand, was die Roboter so alles leisten müssen, wurde auch am Veranstaltungstag selber noch bis zur letzten Sekunde an den Feinheiten geschraubt und programmiert. Wenn was komplett nicht geht, dann ist ja gut, dann ist schwer, das zu beheben. Aber kleine Sachen können nachjustiert werden. Das Spielfeld ist immer ein bisschen unterschiedlich und deswegen muss ein bisschen was gemacht werden, aber das geht normalerweise recht gut. Wir haben die Programme alle nochmal runtergelöscht und spielen sie nochmal neu drauf, verbessern sie noch ein bisschen und dann kann es eigentlich losgehen. Ja, wir verändern jetzt noch den Roboter, dass der halt besser ist und wir machen noch ein bisschen Gewicht dazu, weil der ist vorne zu schwer und jetzt muss er hinten noch ein bisschen schwerer werden, damit er nicht umkippt. Wir tun noch ein bisschen was programmieren und dabei kann man dann auch die Roboter fahren lassen, wie wir dann noch wollen. Bei uns ist Computer abgestürzt erst und jetzt nur ein Roboter, also nicht so gut. Könnt ihr da jetzt noch was retten? Ja, das können wir schon, wenn wir hier noch andere Roboter und andere Computer müssen wir halt noch umprogrammieren alles. Während also die einen noch eifrig am Basteln und Programmieren waren, stand für die anderen bereits die erste Aufgabe des Tages vor der Tür. Denn neben den Robot-Games, bei denen die Roboter im Mittelpunkt stehen, gibt es auch die sogenannten Teamwork-Aufgaben. Und wer dabei gut abschneidet, konnte bereits früh am Tag wichtige Punkte für die Gesamtwertung sammeln. Die meisten Punkte gab es aber in der Königsdisziplin, dem Robot-Game. Dieses Jahr stand dabei alles unter dem Motto Nature's Fury oder zu Deutsch Naturkatastrophen. Und so mussten die Lego Mindstorms Roboter beispielsweise ein Haus vor dem Hochwasser retten oder einen Krankenwagen von A nach B bringen. Es sieht natürlich sehr spielerisch aus, aber es hat einen ernsten Hintergrund. Diese Programmierungen, die in einer grafischen Oberfläche jetzt sehr einfach dargestellt sind, die enden nachher in der anspruchsvollen Programmiertechnik in C++. Da lassen sich Roboter an Fließbändern programmieren und man sieht natürlich hier die Talente schon. Nach den Vorrunden hieß es dann Bühne frei für die 4 besten Roboter des Tages. Zunächst wurden sie in den beiden Halbfinalrunden auf 2 reduziert, um dann schlussendlich im großen Finale den Tagessieger zu ermitteln. Wer das ist, wurde aber erst bei der anschließenden Preisverleihung bekannt gegeben. Die Spannung war also bis zum letzten Moment riesengroß. Kribbelig im Bauch und aber hoffe, dass es gut wird. Und das wurde es auch. Das Team Heldele Robotics konnte sowohl das Robot-Game als auch den Gesamtsieg einfahren. Sie dürfen jetzt zusammen mit 2 weiteren Teams nach Österreich reisen und sich dort mit Teams aus ganz Südeuropa messen. Eine dieser glücklichen Gruppen sind auch die Spacebots 2. Die Umbauzeit lief gut beim Roboter-Game. Und ja, unsere Vorstellung ging leider nicht so gut. Aber dafür ist Roboter-Design super gewesen. Moderiert wurde die Veranstaltung in der EWS Arena von Schauspieler Pete Dojak. Er hatte vorher noch nie Kontakt mit der First Lego League, wurde aber sofort in ihren Bann gezogen. Ja, das allererste Mal ist ja immer was ganz Besonderes sozusagen und es hat großen Spaß gemacht. Also vor allen Dingen, was das Tollste ist, ist wirklich die Freude und ja, das Engagement in den Augen der Kids zu sehen und der jungen Heranwachsenden. Die machen das wirklich mit Überzeugung, ja, aus dem Bauch heraus. Die werden zu nichts gezwungen, nicht wie ich früher zum Klavierspielen oder so, sondern das ist wirklich aus freien Stücken und das ist toll zu sehen. Und es ist nicht nur toll anzuschauen, es ist auch eine perfekte Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche an technische Berufe heranzuführen. Daher ist die First Lego League für die Saalacher Heldele Stiftung eine der wichtigsten Termine im Jahr. Die sind wichtig, weil wir einmal diese MINT-Fächer in den Gedanken der Leute bringen, dass wir hier einfach eine Überzeugungsarbeit leisten wollen, dass Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik natürlich die Zukunft hier im Landkreis Göppingen sind und dass wir auch hier
Arbeitsplätze generieren können. Wir hoffen, dass wir es weiter fortführen können. Wir haben dieses Jahr 50% mehr Mannschaften von 13 auf 20. Und deshalb glauben wir auch wenn man die Zuschauer sieht, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Es wird also spannend bleiben. Zum einen bei den Teams, die sich im Dezember in Österreich messen müssen, und zum anderen bei all denjenigen, die es im nächsten Jahr wieder probieren werden, um dann einen der vorderen Plätze zu belegen. Denn eines ist sicher, jeden, den das Roboterfieber einmal gepackt hat, lässt es so schnell nicht mehr los.